Ist Raytracing wirklich unspielbar? Wie viel Leistung frisst die neue Grafiktechnik und kann man damit überhaupt noch vernünftig zocken? Genau das schauen wir uns in diesem Video an. Auf der Gamescom 2018 hat Nvidia seine neue Grafikkartengeneration vorgestellt und nicht weniger als eine Revolution der Computergrafik versprochen. Kern der neuen RTX-Generation ist das sogenannte Raytracing, eine neue Art, Bilder auf dem Computer zu erstellen. Nämlich nicht mehr wie bisher nur per Rasterisierung, bei der einfach ausgedrückt die dreidimensionale Spielwelt auf ein zweidimensionales Pixelraster projiziert wird. Stattdessen werden beim Raytracing für jeden Bildpunkt Strahlen vom Beobachter aus in die Spielwelt geschickt und verfolgt. Diese werden dann von Objekten reflektiert und gebrochen und sorgen so zum Beispiel für realistische Spiegelungen und Lichteffekte und lassen verschiedene Materialien realistisch bzw. naturgetreu aussehen. Dadurch werden lebensechte Bilder und Spielszenen möglich, für die vorher aufwendige Tricks nötig waren. Zum Beispiel können jetzt auch Lichtquellen die Szene beeinflussen, die eigentlich gar nicht im Blickfeld des Spielers sind. Ich habe ja vorhin gesagt, Raytracing ist eine neue Art der Bildberechnung. So ganz stimmt das allerdings nicht, denn grundsätzlich wird Raytracing schon seit Jahren zum Beispiel bei Kinofilmen eingesetzt. Das Problem war bisher immer der enorme Rechenaufwand, der es schwierig gemacht hat, Raytracing für Videospiele zu nutzen, da hier, anders als bei Kinofilmen, die Berechnungen in Echtzeit ausgeführt werden müssen. Und genau das hat Nvidia mit seinen RTX-Grafikkarten geändert. Und da kommen wir auch zu einer Aussage, die man immer wieder hört. Raytracing frisst doch viel zu viel Leistung, da kann man überhaupt nicht mehr vernünftig zocken. Aber stimmt das denn wirklich? Dem wollen wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen und schauen, ob das wirklich stimmt. Wir haben hier drei Grafikkarten der aktuellen Supergeneration aus allen Preisbereichen. Einmal die RTX 2060 Super Mini im kompakten Format. Keine Angst, das Teil ist genauso leistungsfähig wie eine große 2060 Super, aber mit der Mini-Version sind so geile Systeme wie zum Beispiel der Mac Mini hier möglich. In dem kleinen Teil steckt nämlich tatsächlich eine 2060 oder sogar eine 2070 Super. Und das in diesem winzigen Case. Süß, oder? Wer es noch kleiner will, der kann sich die Z-Box Magnus von Zotac anschauen. In dem Ultra-Mini-Case steckt immerhin eine RTX 2060 oder auch eine 2070. Die 2060 Super Mini sollte alle aktuellen Games in Full HD mit Raytracing locker packen. Für etwas anspruchsvollere Spieler haben wir hier die RTX 2070 Super, ebenfalls in der Mini-Version von Zotac. Die könnt ihr also hier problemlos in den Mac Mini einbauen. Die ist dann auch schon fürs Gaming in QHD, also 2560 auf 1440 Pixel. Geeignet. Und dann haben wir noch was für den richtigen Gaming-Enthusiasten, nämlich das Topmodell, die RTX 2080 Super Amp Extreme von Zotac. Das ist das Formel 1 Auto unter den Super-Grafikkarten ab Werk bis zum Anschlag übertaktet und natürlich auch fürs 4K-Gaming ausgelegt. So viel Leistung hat selbstverständlich ihren Preis, aber bevor jetzt alle schreit, wir haben gemeinsam mit Zotac einen fetten Rabatt für euch klargemacht. Heißt, über den Link in der Beschreibung bekommt ihr die Karten hier aktuell nirgends günstiger. Und damit ihr gleich loszocken könnt, gibt's gratis on top einen Spiele-Key für das brandneue Call of Duty Modern Warfare im Wert von 60 Euro. Der Shooter ist übrigens auch bei allen anderen RTX Desktops, RTX Laptops oder RTX Grafikkarten kostenlos mit dabei, die ihr bis zum 18.11.2019 bei teilnehmenden Händlern kauft. Also checkt den Link in der Beschreibung. Aber was bekommt ihr eigentlich durch Raytracing? Was bringt das in Spielen? Wir schauen uns jetzt mal drei aktuelle Titel an und zeigen euch, wie Raytracing dort eingesetzt wird. Fangen wir an mit dem aktuellen Call of Duty Modern Warfare. Hier setzen die Entwickler Raytracing ein, um realistische Schatten zu erzeugen. Ganz am Anfang befinden wir uns hier in einem Tunnel, sieht man schon richtig coole Lichteffekte, wenn man so die Fackel in der Hand von dem Hauptcharakter Farah beachtet. Und den gehen wir jetzt entlang und dann kommen wir in einen Raum, der ist durch eine Neonröhre beleuchtet. Und jetzt vergleichen wir mal, wie es aussieht, einmal mit Raytracing, im direkten Vergleich und ohne Raytracing. Ihr seht jetzt ganz am Anfang sofort, die Schatten sind ohne Raytracing deutlich kantiger und haben keinen so sanften Übergang. Teilweise werfen die Objekte ohne Raytracing auch überhaupt keinen Schatten, obwohl sie es eigentlich sollten. Beispiele hierfür sind jetzt speziell die Steine am Boden oder auch der Teppich. Sogar das Kabel an der Wand wirft mit Raytracing einen realistischen Schatten. Das alles sorgt zusammen dann für ein dreidimensionaleres Raumbild. In der zweiten Szene kommen wir direkt in London an und sollen einen Terroristen überführen. Direkt beim Ausstieg fällt uns auf, dass auf der linken Seite ein Laden ist. Die Beleuchtung des Ladens erhellt die Straße, wodurch die Tische und auch die Stühle Schatten werfen. Mit Raytracing sind auch hier wieder die Übergänge deutlich smoother und nicht so klar definiert. Außerdem sieht man auch noch, dass ohne Raytracing die Säule in der Mitte des Bildes einen falschen Schatten wirft. Man sieht auch gleich, dass die Szene ohne Raytracing deutlich heller ist, weil eben nicht die realistischen Lichtquellen benutzt werden können, sondern die Beleuchtung eben hingetrickst werden muss. Man sieht also, dass Raytracing Schatten in Spielen deutlich realistischer darstellt als bisher.
Aber Raytracing kann auch noch für andere Effekte eingesetzt werden. Metro Exodus zum Beispiel nutzt Raytracing für Global Illumination, also die tatsächliche Ausbreitung von Lichtstrahlen und deren Wechselwirkung mit Objekten. Das bringt im Spiel realistische Ausleuchtung von Räumen, korrekte Schattenwürfe und vieles mehr. Ganz am Anfang von der Szene befinden wir uns auf einem Hochhaus, weil unser Hauptcharakter versucht hat, über ein Radio fremde Signale zu finden und laufen jetzt das Hochhaus hinunter. Das Treppenhaus wird durch ein Fenster und auch die offenstehende Türe erhellt. Mit Raytracing sieht man hier klar die Lichtkorridore, durch welche das Licht einfällt. Die restlichen Bereiche fallen deutlich dunkler aus. Auch hier wieder. Dadurch, dass der realistische Lichteinfall genutzt wird, ist die Szene insgesamt nicht so hell, aber natürlich auch viel atmosphärischer. Stellt euch doch einfach nur mal vor, dass euch aus einer der dunklen Ecken hier plötzlich ein Monster anspringt. Im zweiten Fall befinden wir uns an Bord des Zuges. Wenn wir das Zimmer verlassen, sehen wir im Gang, dass die Lichtquellen hier jeweils eine Kerze im Zimmer nebenan und wiederum ein Fenster sind. Auch hier sieht man wieder, dass die Kontrastwerte der Szene mit Raytracing deutlich höher sind als ohne. Schaut mal, wie unrealistisch hell das Abteil und die Bereiche zwischen den Fenstern ohne RTX sind. Am meisten Raytracing-Effekte setzt das Spiel Control ein. Von der Beleuchtung zu Anish Indirect Diffuse, über Spiegelung, Indirect Specular, bis hin zu Schatten, Contact Shadows. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Im Office stechen einem direkt die ganzen Spiegelungen, nicht nur von den Gegenständen, sondern auch von der Spielfigur in sämtlichen Glasscheiben direkt ins Auge. Und das ist nicht nur ein optisches Gimmick. Denn speziell in Gängen oder wenn wir um die Ecke gehen, können uns solche Spiegelungen auch Gegner verraten, die sich dort verstecken. Im zweiten Beispiel sieht man sehr schön die Wechselwirkung zwischen der Ausbreitung von Licht, Reflexionen und Schatten. Die Wand rechts ist mit Raytracing eher dunkel, weil die Scheinwerfer nur in eine Richtung strahlen. Dasselbe gilt auch für die Belüftungsrohre und das Geländer. Die Bereiche, welche von den Scheinwerfern angestrahlt werden, sind hell und deutlich erkennbar. Die abgewandten Seiten dagegen sind dunkel mit einem deutlich höheren Kontrast. Diesen Kontrast sieht man auch in der oberen Hälfte des Bildes bei dem Lüftungsschacht. Ihr seht, auch wenn die Spiele ohne Raytracing meist schon cool aussehen, mit Raytracing ist das nochmal eine ganz andere Sache. Durch die realistische Beleuchtung und Schatten entsteht nochmal eine tiefere Spielatmosphäre. Eine ebenfalls neue Technik ist DLSS, lang ausgesprochen Deep Learning Super Sampling. Die Idee dahinter ist, das Spiel in einer etwas niedrigeren Auflösung zu rechnen und davon ausgehend das Bild mittels künstlicher Intelligenz hochzuskalieren. Im besten Fall ist dann kein Unterschied mehr zur nativen Auflösung erkennbar. Durch den niedrigeren Rechenaufwand bringt die Technik bei vielen Spielen, wie speziell zum Beispiel Control, eine deutlich höhere FPS-Zahl. Damit fällt der Verlust durch Raytracing weit weniger ins Gewicht. Und das bringt uns jetzt endlich zur alles entscheidenden Frage. Ist RTX wirklich unspielbar? Wie viele FPS erreichen unsere drei Karten denn mit aktiviertem Raytracing? Ihr seht hier unsere drei RTX-Karten im direkten Vergleich. Fangen wir an mit Call of Duty Modern Warfare. Die Einstellungen dazu haben wir euch jeweils eingeblendet. Um einen direkten Vergleich zu ermöglichen, spielen wir zunächst alle Spiele in WQHD. In der gezeigten Spielszene sind wir relativ am Anfang im Spiel. Ziel ist es, ein russisches Lager zu überfallen, einerseits mit einer großen Anzahl an Einheiten, andererseits auch durch gezielte Luftangriffe. Wenn wir jetzt hier die drei Grafikkarten vergleichen, sieht man relativ schnell, dass COD sehr, sehr gut optimiert ist. Auch auf höchsten Einstellungen schafft eine 2060 Super im Schnitt so 60 bis 90 FPS, was wirklich ordentlich ist dafür, dass man bedenkt, dass wirklich alle Einstellungen bis ins Limit hochgeschraubt sind. Die 2070 Super ist dann immerhin schon so bei 70 bis 110 FPS und die 2080 Super ist dann durchgehend im dreistelligen Bereich bei 110 bis 150 FPS im Schnitt. Definitiv sehbar ist, dass speziell bei Explosionen, also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Flugzeug in irgendeinen Panzer oder sowas reinfliegen, dementsprechend die FPS sinken oder wenn eine Granate explodiert. Wenn wir uns eher in ruhigeren Bereichen bewegen, dann steigen die FPS natürlich deutlich an, deswegen haben wir hier auch so eine große Range von den FPS. Also man hatte normalerweise eben 30 bis 40 FPS und in dem Bereich bewegen sich die dann. Weiter geht's jetzt mit Metro Exodus, das ist deutlich anspruchsvoller als eben noch COD. Wir befinden uns jetzt hier in einer eher ungewohnten Umgebung, nämlich in der Wüste, nicht in einer Schneeumgebung. Und man sieht ja gleich, die Untoten wollen uns an den Kragen. Und die FPS sind jetzt ja wie gesagt deutlich niedriger, also mit der 2060 Super sind wir im Schnitt so bei 45 bis 55 FPS, das ist gerade unter der Grenze von eben 60 FPS. Die erreichen wir dann ziemlich genau mit der 2070 Super, die liegt hier so bei 57 bis 65 FPS und die 2080 Super schafft dann sogar 65 bis 72 FPS im Schnitt. Und zum Schluss werfen wir jetzt noch einen Blick auf das Raytracing-Spiel schlechthin Control. Wir befinden uns hier ganz am Anfang in einem Kraftwerk und auch hier tauchen wieder Gegner auf, die uns an den Kragen wollen. Die FPS fallen hier relativ ähnlich aus zum Metro, etwas höher allerdings. Bei der 2060 Super sind wir ungefähr bei 49 bis 53 FPS. Die 2070 Super so im Bereich von 56 bis 61, also wieder in WQHD, ziemlich flüssig spielbar.
und die 2080 Super bei 64 bis 68. Hier fällt vor allem auf, dass die drei Karten sehr, sehr nah zusammen sind und kein wirklicher Leistungszuwachs mir eigentlich bei einer stärkeren Karte auffällt. Liegt aber auch daran, dass die Anforderungen bei Control im Allgemeinen sehr, sehr, sehr hoch sind. Also wenn man zum Beispiel jetzt anschaut, was eine 2080 Ti in 4K selbst ohne Raytracing an FPS erreicht, dann ist wirklich der Unterschied mit Raytracing gar nicht mehr so hoch, was tatsächlich auch an der Aktivierung von DLSS liegt, weil bei Control erreichen wir durch diese Aktivierung fast die vollen FPS wieder zurück, die wir durch die Aktivierung von Raytracing verlieren. Ihr seht also, unsere drei Grafikkarten kommen in WQHD bei maximalen Einstellungen auf spielbare Frameraten, sogar die 2060 Super. Eventuell müsst ihr zwar die Grafikeinstellung etwas nach unten schrauben, aber 60 FPS sind auf jeden Fall drin. Das ist doch schon mal eine ziemlich ordentliche Leistung. Auch wenn die 2060 Super teilweise etwas unter die magischen 60 FPS gedroppt ist, deswegen schauen wir uns die Karte jetzt auch nochmal in Full HD Auflösung an. Wir sind jetzt in Control angekommen, Spielszene ist exakt die gleiche wie vorher, wir sind wieder im Kraftwerk und die Gegner laufen uns auf uns zu. Und die FPS sieht man jetzt schon, sind deutlich höher als davor. Nochmal zur Erinnerung, vorher lagen wir so im Schnitt bei 49 bis 53 FPS. Jetzt sind wir schon bei 65 bis 75, also wirklich deutlich höher. Das ist deswegen absolut flüssig spielbar, weil wir eigentlich durchwegs, auch wenn die FPS etwas nach unten droppen, über den 60 Hertz sind. Und wie ihr seht, in Full HD ist Control mit höchsten Einstellungen mit der 2060 Super durchwegs flüssig spielbar. Kommen wir also zum Gesamtfazit. RTX ist keineswegs unspielbar. Im Gegenteil, mit der aktuellen Nvidia-Generation könnt ihr aktuelle Raytracing-Titel flüssig spielen. Und das ist auch wichtig, denn Raytracing wird sich zu einem de facto Standard für Computergrafik entwickeln. Bei der Einführung der RTX-Generation wurde das Ganze ja immer etwas belächelt, weil es kaum Spiele mit Raytracing gab. Aber das ist ja immer das Problem bei neuen Techniken. Solange die Technologie nicht verbreitet ist, werden keine Inhalte dafür entwickelt und ohne Inhalte sehen die Nutzer keine Notwendigkeit aufzurüsten. Aber genau das ändert sich jetzt. Viele kommende Spiele werden Raytracing unterstützen. Auch, weil die drei größten Spiele-Engines Unreal, Unity und Frostbite Raytracing ermöglichen. Das heißt, es wird auch für Entwickler immer einfacher, Raytracing in Spiele zu integrieren. Das sieht man auch an den nächsten AAA-Titeln wie Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Watch Dogs Legion und auch der Integration in Minecraft. Und nicht nur das, auch die kommenden Konsolengenerationen wird auf Raytracing setzen. Da lässt sich schon erkennen, dass sich die Technik auf kurz oder lang durchsetzen wird. Und natürlich schläft auch die Konkurrenz nicht. Man kann sicher sein, dass auch die nächste Generation von AMD Raytracing fähig sein wird. Und 2020 will ja auch Intel auf den Grafikkartenmarkt mitmischen. Raytracing-Unterstützung inklusive. Aktuell sind allerdings nur die Nvidia RTX-Karten in der Lage, Raytracing-Effekte zu beschleunigen. Und wie ihr gesehen habt, durchaus mit spielbaren Frameraten. Wer also im Moment auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte ist, muss sich überlegen, ob er auf Raytracing verzichten will oder nicht. Vor allem, weil eine Grafikkarte in der Regel ja ein paar Jahre in Betrieb ist und man sonst die kommenden Spiele-Blockbuster nicht in ihrer ganzen Grafikpracht genießen kann. An dieser Stelle kommt natürlich auch nochmal der Hinweis auf unsere Rabattaktion mit Zotac. Checkt einfach den Link in der Videobeschreibung, da gibt's die aktuellen Zotac-Karten günstig wie sonst nirgends. Und jetzt verratet mir doch noch, was ihr von Raytracing haltet. Habt ihr schon eine RTX-Karte? Wollt ihr euch eine zulegen? Oder sagt ihr, Raytracing kann mir noch den Buckel runterrutschen? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Ciao und bis zum nächsten Video.